Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, herzlich willkommen zum Spielplan 2021. 6 Neuproduktionen im Großen Haus, 3 Uraufführungen in der Stabile und 23 Werke im Repertoire. Das haben wir im Angebot. Eröffnen werden wir mit Mussorgskis Boris Godunow in der Originalfassung von 68-69. Es dirigiert unser Generalmusikdirektor Ken Nagano und inszeniert Frank Castorf. Die nächste Premiere ist ein großer Kontrast dazu, nämlich Johann Strauss, die Fledermaus, wird hier neu inszeniert und zwar von Renaud Doucet und André Barbe. Dirigieren wird Jonathan Darlington. In den Hauptrollen freuen wir uns auf Bo Skoffus, der nach seinem großen Erfolg von der Nase zurückkehrt, und Hulka Sabirova als Rosalinde, und auch gespannt sind wir auf einen Münchner Tatortkommissar als Frosch. Manon von Jules Massenet ist die nächste Premiere unter dem Dirigat von Sébastien Roulant und in der Inszenierung von David Bösch. Wir haben dafür 3 junge, sehr vielversprechende Solisten ans Haus geholt. Elsa Dreisig wird Manon singen. Jan Hotea, ihren Partner de Grieux, und als Bruder Lescaut Björn Bürger. Die nächste Premiere ist auch eine spannende Heroine des 19. Jahrhunderts, nämlich Lucia di Lammermoor. Es dirigiert Gianpaolo Bisanti und inszeniert auch zum ersten Mal in Hamburg Amelie Niemeyer. Venera Gimadieva wird die Lucia singen. Damit eröffnen wir auch die italienischen Opernwochen, die wie immer Opernstars nach Hamburg bringen, unter anderem auch Roberto Alagna, Alexandra Korjak, Ambrogio Maestri, aber auch Albina Shagi-Muratova, Atalaya Ayan oder auch zum Beispiel Elisir d'Amour mit Daniel Deniz und Xavier Anduaga. Die nächste Premiere ist sozusagen zum 200. Geburtstag der Uraufführung Webers Freischütz. Neu wird es inszeniert von Andreas Kriegenburg, dirigiert von Kent Nagano. In den Hauptrollen Jacqueline Wagner und Eric Cutler. Die letzte Premiere im Großen Haus ist Georg Friedrich Händel gewidmet. Agrippina wurde zuletzt in Hamburg 1722 gespielt, also quasi vor 300 Jahren. Höchste Zeit, dass es hier wieder gezeigt wird in der Inszenierung von Barry Kosky. Bei uns mit dem Ensemble Resonanz unter dem Dirigat von Riccardo Minasi, in der Hauptrolle Alice Coot, aber auch Julia Lechneva, Franco Fagioli und Christophe Dumont sind dabei. 3 Uraufführungen in der Stabile erwarten Sie. Zum einen unser kleines Scheißkaff, ein Jugendprojekt, frei nach dem Film Fucking Amol, der 1998 Furore machte. Dieses Musiktheater komponiert Samuel Penderbane, inszeniert wird es von Alexander Riemenschneider, und es ist unsere Opera Piccola in Zusammenarbeit mit The Young Classics und der Michael Otto Stiftung, eigentlich das Folgeprojekt zu Erzittre, Feige Bösewicht. Danach eine Operette in unserer Reihe, die wir schon diese Spielzeit mit Märchen im Grand Hotel beginnen. Diesmal aber eine neue Operette aus altem bzw. bestehendem Material. Und betreut wird es von unserem Hauskomponisten und Dirigenten Johannes Harnight und vom jungen Regisseur Maart van Berkel. Das dritte Projekt ist La Luna. Auch eine Zusammenarbeit mit der Klausen-Simon-Stiftung und der Hochschule Hamburg. Und es wird komponiert vom jungen Italiener Lorenzo Romano und beschäftigt sich eben mit dem Mond, mit all dem, was uns am Mond fasziniert oder verängstigt. Und dirigiert wird es von Gabriel Gaudreau und inszeniert vom jungen Hamburger Regisseur Ron Zimmering. Bis die Spielzeit 2021 losgeht, passiert natürlich noch ganz viel bei uns auf der Bühne. Demnächst Norma, dann Elektra, Saint-François d'Assise. Und
Ich freue mich natürlich sehr, Sie spätestens am 5. September zu unserer Eröffnungspremiere Boris Godunow hier im Haus oder im Rahmen des Binnenalster Filmfests auf Großleinwand am Jungfernstieg begrüßen zu dürfen.